Moinsen Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Luigi's Mansion. Wir gehen auf den Friedhof und ich glaube, dann gibt es eigentlich schon den nächsten Endgegner. Und ach ja, ich muss glaube ich meine geile Le Cam nehmen. Ich sehe nichts, die nehmen die Schüssel ist leer. Katscheng! Oh nein, ich glaube, ich muss erstmal fett eine Runde kämpfen, kann das sein? Ja, aber so könnte ich mich zum Leben generieren. Geben Sie mir bitte erst das hier. Oder der Kampf kommt später, also hier auf dem Friedhof mit. Nein, okay, kommt nicht später. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben meinen Gratisurlaub im Staubsauger. Wie klingt das? Ihre alten Knochen entspannt, statt wegzuwerfen, das ist richtig schön. Gehen zu lassen, schleifen zu lassen. Immer richtig schön vom Staub befreien. Nein. Hey, jetzt hier schon seit fast 30 Jahren da drauf. Da muss ja auch mal richtig sauber gekratzt werden. Ja, so ein Kompostkörper ist halt nicht ganz so geil. Ja, mein Schätzchen, du kommst auch noch. Wow, ja. Ach, wenn du vielleicht mal. Ich glaube, das warten, bis er dir ein bisschen mehr am Werfen ist. So. Ja, alles gut. Die Rippen machen mal auf. Hoch und tief rein. Und neu. Okay. Da haben wir jetzt was getriggert. So, ich möchte aber jetzt erstmal noch mehr Kampfsteine triggern. Haben wir neu umgehört? Was geiles. Jungs, lass mich nicht hängen. Ein Herzchen. Ah, yo, ein dickes. Das finde ich richtig geil. Diese Sache. Das sind die besten, ja. Die wissen, ne? Gib mir. Okay. Der ist ein bisschen fies, gruselig vielleicht, so ein Schlumpf. So ein richtig fieser Wackelpudding-Dildo. Ich weiß nicht, der wackelige Walter könnte irgendwie zum Inventar von Orion gehören. Tja. Boah. Und schon hat er so einen Schattenglimp da erschaffen. Sieht ein bisschen auch aus wie so ein Kondomspräservat. Ne, so mit Serben wieder. Game Design for the win! Dann wollen wir mal den Gummiknüppel mal hier so richtig, ja. Ach shit, daneben. Hier am besten so ein groß, mach mal groß, nicht so klein. So eine kleine Kugel, die juckt mich, ja. Wo bist du? Was haben wir hier wieder für Klopp. Er macht ja klein und dann kann man groß machen. Ich schieß mal daneben. Das ist von mir aus gesehen eine große Leistung. Jetzt habe ich ihn. So, kleiner. Wichtig. Ja, ja, ja. Oh, da ist noch so ein Shit-Kondom. Oh, jetzt ist er ein bisschen angepisst. Yo, gib mir den großen, weil wir machen erstmal hier den kleinen Platsch. Herzlichen Glückwunsch, Schleim. Nochmal, ja, auch nochmal wieder einmal aufgesaugt. Danke. Bitte hier nochmal einmal. Ja, genau. Hat es oder. Nein. Jetzt hab ich. Fick. Kleine Kugel, ich hab die große. In case. Ah, fuck. Wer schießt daneben? Obwohl der Gegner direkt da rechts neben mir stand. Ich. Kann keiner. Nein, du brauchst mich nicht in deinen Kumpel reinschleudern. Ich stehe nicht so auf Lage im Wasser. Muss das sein? Oh, wirklich einfach. Jetzt ist da mal wieder jemand angepisst hier vom Feinsten. Tschüss. Leute, ich habe eine Latex-Allergie. Wir können nicht mehr. Tschüss. Du musst aufgehen. Müssen wir jetzt wieder sparen. Oh, Spastikus, du hast mir einen großen gemacht. Finde ich ja nice. Hier, Wackelbild, bitteschön. Und ich treffe immer noch nicht, weil ich, Alter, wie blöd bin ich? Oh, ich bin einfach schlecht im Zielen. Ob daneben ist es mir okay. So, komm mal her, bevor du mir. Wow. Könnte jemand Edding nehmen und hält ironisch auf die Stirn mal? Ja, voll ein Schuss. So, oh, wow. Ich verkack den Gegner. Weil ich es nicht schaffe, ihm allen Ernstes, obwohl ich direkt vor ihm stehe,
so eine Pillefratze ins Gesicht zu knallen. Hallo, das ist ein Staubsauger. Ist der jetzt kaputt, oder? So, ich stehe direkt hier hinter ihm. Okay. Hat irgendwie nicht so sein. Ich krieg's echt nicht ins Umschlag. Das ist schon peinlich. Wo bist du? Die ist bestimmt voll frustriert und wirklich selber daran, weil ich denke, Alter. Hallo? Nein? Ja. Gut, immerhin. Hat lange Welt mit Mut, habe ich gehört. Und ich hoffe, du wirst mich staubsauber. So geklappt. Kleines Tanzkondom. So bin ich ja Profi, wirklich Profi. Ich finde es super, dass man die Möglichkeit hat, aber hier in dem Spiel bin ich diese kleinen Präparate. Ein bisschen nervig. So, zack, weg damit. Perfekt, so, du bleibst nämlich jetzt hier schön am Stiefel, zack, eingesaugt, fertig. Das war ja echt ein Kampf. Das war ein Krampf. Und nichts anderes. Ja, Mann! Gib mir die dicke Truhe. Gib mir die dicke Truhe, Masterschlüssel, ich weiß gar nicht. Ach ja, doch, ich weiß wie. Juhu! Ah, ich glaube, dann kommt bald auch mit einem Stromausfall, kann man? Ja. Hallo, hier, hörst du mich? Nein, ich habe extra stumm gestellt. Ach, ich bin froh, dich zu sehen, dass du in ich bin froh, dass du zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dich zu sehen eigentlich nicht, aber naja. Er ging schon wieder mal verloren, als dieser Blitz einschlug. Das war ja ein heftiger Kampf. Warum schaust du nicht mal im Labor? Ja, wir schauen dann mal. Na gut, wir müssen ihr die Geister wegbringen. Ja, also ich muss mal sagen, jetzt müsste ich eigentlich richtig geile Gemälde bekommen. Also so richtig schön mit Gold und Schnörkel und allem Geschiss und fertig richtig stinkig. Weil ich habe auf jeden Fall richtig krass Juwelen dabei. Ich habe doch ein bisschen Asche gefarmt. Hätte meiner Meinung nach mehr sein können, aber wenn das Spiel mir nicht mehr gibt, dann kann es auch nicht ändern. Okay, gut, ich habe wirklich die geilen Geister verkackt, aber. Ich kann ja auch nicht in der Profi, ne? Ich bin nervös. Au! Oh. Tja, da habe ich aber ehrlich gesagt mit was anderem gerechnet. Das sind auch Scheißgemälde. Das sind doch diese kackdämlichen Holzrahmen. Warum kriege ich die Scheiße denn? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wow, ich finde das voll scheiße. Ja, das ist mir ein bisschen egal, weil eigentlich habe ich dafür die Scheiße eingesammelt. Der Scheunendrescher, die schwebende Turteltaube, Meludia Pianissima, Herr Tatterich, oh ja, und Hector, oh, Baby Hector. Und Herr Finsterling, ah, nur ein Geister. Schön. Sieh mal, was ich bisher gefunden habe. Ihr wollt mich verarschen, dann kriege ich nur so hässliche Holzrahmen da mit einer Silberlackierung. Alter, ja, ehrlich gesagt, zu Filler. Die Scheiße tue ich mir nicht an. Galerie kannst du verbrennen. So, jetzt kommen wir ja sogar ein Stückchen weiter. Das sieht hier alles so friedlich aus. Alles ist so hell, aber das wird, glaube ich, nicht lange halten. So, wie sieht's denn aus? Kann ich ein bisschen... Nein. Warte mal, Wasser möchte ich ganz gerne mitnehmen. Das machen wir mal. Erstmal hier. Musste ja auch ein Wassergeist sein. Hallo, ich wollte eigentlich danke. Ja. Dankeschön, denn ich wollte mal eben auf dem Balkon, da habe ich nämlich auch noch gar nicht nachgeguckt, nach Berufs, nachschauen. Da sind ja auch so ein paar Pflanzen und wenn du Pflanzen bewässerst, dann werden die ganz glücklich und schmeißen schon mal ein paar Barren, weißt du? Boah, Alter, ey, das tut mir so leid, aber ich finde, wenn ich über Barren rede, bekomme ich es mir so vor, als wäre ich der Träger vom Juno, ne? Und möchte dann, dass die Leute echt ein paar Barren rausknallen. Fühle ich mich ziemlich schäbig, aber ich meine eigentlich nur hier die Barren am Spiel. Das geht gar nicht. So, nee, wir schreien auch nicht nach Mario, wir gehen auf den Balkon und genießen die Aussicht. Und ab und zu sollten wir auch rausgehen und unser Blümchen bewässern. Ne, das, was wir da gesehen hatten. Hallo, Todd. Falscher Knopf again. Siehste. Bitch, please. Nice. Sag ich doch. Muss er öfters mal machen. Die freuen sich. Gib mir den auch noch.
Nice. Boah, das ist geil. Hier toppt uns auch ein Geld. Katscheng, katscheng. Ja. Glaube ich. So, dann könnten wir jetzt eigentlich in den nächsten Bereich stürmen. Eventuell gehe ich, das kann ich aber mal offscreen machen, inzwischen durch die Blume unten im Garten immer wieder bewässern, bis sie halt groß und saftig ist, weil dann erwartet uns eine fette Überraschung. Nein, die Spoiler schon mal, wir können nicht von ihr gefressen werden. Also das ist jetzt keine fleischfressende Pflanze, die uns dann auf einmal wegsnackt. Das wäre ziemlich lustig. Also ich würde... Oh, wir gucken mal gerade. Also ich würde es persönlich ja feiern, ich würde ja lachen. Aber ja, scheiß drauf. Wir gucken mal, wie weit sie ist. Ich weiß nämlich nicht, wie das Pattern ist. Weil die braucht zwischendurch ein bisschen Ruhe und auf der anderen Seite muss man sich aber um sie kümmern. Ne? Und für jedes Mal... Oh, guck mal, das ist schon was getan, ne? Oder muss ich die gar nicht mehr bewässern, muss nur... So viel bewässern die mal ein bisschen. Siehst du? Wo? Mäuschen, bist du schon so weit, dass die Erntezeit ist? Jetzt gucken wir mal immer nach so jedem Bossgegner mal vorbei, ne? Oder sieht die eigentlich schon ziemlich gut aus? Ne, wenn die so weit ist, ich sag dir, dann ist Erntezeit. Keine Zeit! So. Auf geht's, wir werden die nächste Tür öffnen und schauen, was sich dahinter bloß verbirgt. Die Tapeten müssen neu gemacht werden. Definitiv, weil das dir geht gar nicht. Ich wollte mal nicht diese Essfrecken, Fressecken an. Nein. So, die Dornen bitte einmal verpieseln sie sich. Ich habe hier einen fetten Schlüssel, der sagt, mit Spaß. Yes. Ich müsste vielleicht auch nochmal in der Waschküche gehen und gucken, ob da jetzt meine beiden Geisterchen sind. Im Garten. Ups. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Geister. Die sind auch nicht unbedingt gescheit. Oh, die sind so süß, die kleinen Blöpsis. Die werde ich vermissen. So, warte mal. Ach, schon wieder falsche Taste. Okay, ich werde euch doch nicht vermissen. Ich bin anders willig. Nice. Mein Gott, warum? Gib mir ein Geld zurück. Nice. Ist das nicht nice? Du hast hier nichts zu lachen, hast du gehört? Alter, Dreckspaten. So. Wir hören schon von unten schreckliche Schreie und wir haben hier einen Brief. Das ist Marios Brief. Was wo drin stehen mag? Ich weiß es nicht. Die Alte sich die Augen zu, will aber auch machen. Das geht hier gar nicht. Ne? Die Gartenanlage ist. Das kannst du nicht Garten nennen. Das ist schon echt traurig. Also, just saying, ne? Gib mir noch mal ein bisschen mehr Schotter. Lass mal eben hier das hier an. Da die Hütte. Ich möchte nicht zu nah dran stehen, weil Türen können weh tun. Hallo Todd, was ist denn hier los? Ich bin furchtbar, das ist in diesem Ohren. Ah, und ich darf gucken. Weil der kleine Tod Angst vom Brunnen ficken hat. Kann ich allerdings nachvollziehen. Ich gehe auch nicht gerne im Brunnen vor, nicht bei Zelda. Da habe ich Punk. Klingt wie Mario. Boden des Brunnens. Ist nisch. So, und hier haben wir eine kleine Cutscene. Das ist ein bisschen gefährlich. Und dann ist der Luigi weg. Spiegel. König Buhu und Mario in einem fucking Gemälde. Ich will hier raus. Mama mia. Wenn die Arme nicht so kurz wären, war. Anstatt dass er sagt, ey, König Buhu, du alte Pissflitsche. Ich bin hier, hier ist Luigi. Ich meine, fertig, hast du gehört? Na, so ein Pinschüssel. Sorg dafür und dann fick ich dich, Junge. Aber gut, manchmal ist auch nichts sagen besser. So taktisch gesehen. Yeah, jetzt komme ich hier durch den Garten durch. Wir wollen jetzt erstmal hier die Leiter hoch, ne? Also Luigi, kletter mal hoch. Dann kann ich ja jetzt mit dem Knirps da, mit der Knospe im Ding sprechen. Nein, Schnauze. Aua. Au, 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 das ist okay.
Weg durch. Nein, nein, nein. Hallo, hallo, ich möchte erstmal das. Du hast ihn gesehen, bla 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 bla. Ja, danke, dass du alles spoilerst. Nein, danke. Ja, überlass das mir. Wunderbar, bla bla, Spitze, danke. Woher weiß der Knips eigentlich alles? Finde ich sehr komisch. Egal. Ich glaube, Todd ist der Traitor. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und gucken, was hinter der Tür liegt. Und away! Oh Gott.